Das einzig Sichere im Leben, das ist die Veränderung. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung. Nun und jedes Jahr begleiten wir eine ganze Reihe von Menschen dabei, sich zu verändern. Leider wollen nicht alle Menschen sich verändern oder andere Menschen wiederum haben ein Bedürfnis, sich nicht zu schnell zu verändern. Und wenn du selbstständig werden willst oder wenn du selbstständig bist und häufig im Stress vielleicht schon bist, nun, dann liegt es vielleicht daran, dass du dich selbst noch nicht so richtig kennengelernt hast, was deine Stärken sind, was dein Bedürfnis ist und was du im Stress tust. Meine Aufgabe wird es daher heute sein, dich ein wenig durch die verschiedenen Persönlichkeitskomponenten zu führen, die ein Mensch haben kann, durch die verschiedenen Stärken, die du entwickeln kannst. Und ich gebe dir auch ein paar Symptome mit, woran du erkennst, dass du vielleicht früher oder jetzt gerade in Stress kommst und was du in Zukunft tun kannst, um genau diesen Stress zu vermeiden. Wir sehen hier die Auswertung von insgesamt 11 Komponenten, die Birkmann anbietet, und zwar zum Thema Veränderung bzw. wie du mit Veränderung umgehst und was du brauchst. Hier oben an der obersten Linie im Bereich des Normalverhaltens sehen wir die zwei Extremen. Es gibt also Menschen, deren Auswertung hier liegt, die brauchen viele Aufgaben gleichzeitig. Wenn die also in einem Callcenter arbeiten, wo es von allen Seiten dann Anrufe und Anfragen gibt, wenn die in dem Reklamationsdienst bei IKEA arbeiten und da 100 Leute gleichzeitig was wollen oder die im Kaufhaus dann sitzen, im Informationsschalter von allen Seiten kommen Leute. Nun, diese Menschen haben gelernt, damit umzugehen. Viele Aufgaben gleichzeitig. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die können sich wunderbar konzentrieren. Und das ist auch gut, wenn die am richtigen Arbeitsplatz sitzen. Das sind dann die Menschen, die zum Beispiel deine Festplatte wiederherstellen, wenn sie dir runtergefallen sind. Das sind die Chirurgen, die operieren. Und dann schließlich in der Mitte, das ist sozusagen die Balance. Das sind Menschen, die können beides. Die sind auf der einen Seite aufmerksam, nehmen alles wahr, was gerade auch für das Überleben natürlich wichtig ist oder im Straßenverkehr. Auf der anderen Seite können die sich gut konzentrieren. Nun, und als Unternehmer glaube ich natürlich, dass es gut ist, wenn du beides schaffst. Denn wenn du ständig viele Aufgaben gleichzeitig hast, kann es sein, dass du die einzelne Aufgabe nicht ganz so gut konzentriert nacheinander abarbeitest. Wenn du aber nur dich gut konzentrieren kannst, nun, da kann es sein, dass bei dir das Telefon klingelt, dass es an der Tür klingelt, dass du eine E-Mail bekommst, dass du was bearbeiten musst und dass du damit so nicht richtig umgehen kannst. Die gute Nachricht ist, hier kannst du durch Weiterbildung, durch Fortbildung, durch Coaching, durch Bücher, durch Trainings, kannst du das anpassen und vielleicht hier das Ziel in der Mitte erreichen. Viel spannender aber ist für deinen Zustand und auch für deinen unternehmerischen Erfolg, was hier dein Bedürfnis ist. Denn hier kann es sein, dass du in einem Zustand lebst, der dich ständig stresst. Und auf der einen Seite gibt es also Menschen, die brauchen tatsächlich bei einer sich ankündigenden Veränderung eine Vorlaufzeit von mehreren Wochen und Monaten. Es gibt also Menschen, die sagen, der Wohnzimmertisch soll umgestellt werden, nur da brauche ich erstmal 6 Wochen vorher eine Blaupause. Ansonsten kommen die in Stress. Nun, und diese Menschen in der Selbstständigkeit, wo sich im Tagesgeschäft mehrfach die Lage ändern kann. Nun, das könnte sein, dass die relativ schnell im Stress kommen. Da wäre es also, wenn du dich selbstständig machen willst oder dich beruflich orientieren willst, natürlich gut, wenn du etwas suchst, wo du vielleicht in Ruhe, im Homeoffice, vielleicht nicht im Coworking Space, mit langfristigen Projekten auseinandersetzt und nicht im Tagesgeschäft heute so, morgen so, vormittags A, mittags B und nachmittags hast du die Lage C. Dann gibt es Menschen, und dazu gehöre ich auch, die brauchen eine Vielfalt von Dingen. Das heißt also, wenn ich bei der Kripo im Kommissariat Fahrraddiebstähle sitzen würde und immer nur stempeln würde, Täter nicht gefunden, Verfahren wird eingestellt, Täter nicht gefunden, Verfahren wird eingestellt oder Briefe austragen müsste, nun, das würde mich in Stress bringen. Ich brauche also viele Anforderungen, eine Vielfalt von Dingen. Und dann gibt es natürlich noch eine dritte Kategorie hier in der Mitte, wo die beides brauchen, einen gesunden Mix, eine Vielfalt von Dingen und gleichzeitig aber auch eine gewisse Routine, Sicherheit, wo man sich verlassen kann darauf, dass Veränderungen nicht allzu schnell und vor allen Dingen nicht ohne Vorlauf ins Leben kommen. Vielleicht hast du dich schon wiedererkannt, wo du gerade bist. Und das Ganze ist natürlich hier auf einer Skala von 1 bis 99, kann es natürlich sein, dass du hier bist oder tendenziell hier bist. Das alles kommt mit dem Birkmann-Test unter birkmann.info genau heraus und du kannst danach besser dein Leben planen, deinen Arbeitsplatz planen. Nun, was passiert nun, wenn du diese Bedürfnisse nicht kennst, nicht berücksichtigst, nicht einplanst, nicht kommunizierst? Nun, dann geht es hier ganz nach unten in das Stressverhalten und hier gibt es
zwei extreme Symptome. Deshalb sage ich Symptome, das sind nicht deine Stärken, das bist nicht du als Persönlichkeit, wenn du hier vorne im Flow bist und im Tagesgeschäft deine Arbeiten erledigst. Nein, Symptome bedeutet, dass du schon in deinem Kellerverhalten gefallen bist, dass du hier oben auf dein Wissen und deine normalen Fähigkeiten wahrscheinlich keinen Zugriff mehr hast. Das heißt, dein Großhirn schaltet sich wie bei der Prüfung und Blackout immer mehr ab. Du bist also im Stressmodus. Und der Stressmodus wird deshalb eingeschaltet, weil deine beiden Bedürfnistanks, entweder wenn du das Bedürfnis hier hast, nicht erfüllt ist, das heißt, du hast nur so viele Bedürfnisse drin, brauchst aber mindestens so viel und würdest dich richtig gut fühlen, wenn du so viel hättest. Wenn also dieser Bedürfnistank so gering gefüllt ist, kann es sein, dass du nichts mehr zu Ende bekommst. Du kannst dich nicht mehr konzentrieren. Wir nennen das hier in dem Fall auch Ablenkeritis. Ablenkeritis heißt, du sitzt an deiner Steuererklärung, ja, und dann geht sie auf, die E-Mail an deinem Bildschirm. Und wenn du schon mal bei den E-Mails bist, kannst du bei Facebook nochmal nachgucken. Ja, und dann kannst du kurz nochmal recherchieren. Und als du bei Wikipedia auf den Link klickst, dann stellst du fest, da gibt es ja noch spannende 300 andere Seiten in diesem Blog und jene E-Mail. Und da geht ein YouTube-Video auf. Ja, und dann merkst du 4 Stunden später, aha, eigentlich wollte ich ja die Steuererklärung machen. Wenn dir sowas jeden Tag passiert, könnte es sein, dass du im Stress bist, dass du der Ablenkeritis-Symptomatik unterliegst. Und das wiederum könnte sein, dass du viel zu wenig Vielfalt hast. Was kannst du dagegen tun? Nun, bei mir ist es zum Beispiel so, dass in meinem Birkmann-Test, den ich gemacht habe, vor vielen Jahren drinsteht, Herr Schäfer, achten Sie darauf, dass gerade wenn Sie langfristige Routineaufgaben immer wieder erledigen, dass Sie neben sich einen kleinen lohnenden Vorrat von Projekten haben, die sowieso irgendwann mal gemacht werden müssen, dass ich arbeiten kann am Kernprojekt, wechsle zu diesem Routineablenkungsprojekt, dann wieder zurückkomme zu meiner Aufgabe. Das heißt, ich sorge selbst dafür, dass ich eine Vielfalt von Dingen habe, die aber allesamt wichtig sind und zum Arbeitsprozess führen. Merke dir also, wenn du selbst nicht für die Vielfalt sorgst, die dein Gehirn braucht, wenn du dieser Persönlichkeitstyp bist, dann macht das Gehirn ganz alleine und du kriegst nichts mehr zu Ende gebacken, keine Aufgaben abgeschlossen. Auf der anderen Seite gibt es die Menschen, die wochenlang schon vorher eine Information haben wollen, wenn der Wohnzimmertisch umgestellt wird oder irgendetwas anders sich verändert und wenn die in Stress kommen. Das heißt, wenn deren Bedürfnistank, also der Wunsch danach, Kenntnis zu erlangen, sich vorbereiten zu können, keine zu schnellen Prozessveränderungen, keine zu schnellen Alltagsveränderungen, wenn deren Bedürfnistank so gering gefüllt ist, nun, dann ist das Symptom Widerstand. Das haben wir ja noch nie gemacht, da könnte ja jeder kommen und überhaupt, was soll das Ganze? Bisher hat es doch auch geklappt, das machen wir so gar nicht mit mir, erst recht nicht. Also wenn das in dir hochkommt oder bei deinen Kollegen oder Lebenspartnern hochkommt. Nun, wenn dieser Widerstand hochkommt, dann war deine Vorankündigungszeit oder das, wo andere Menschen dich in neue Situationen geschubst haben, da war diese Vorankündigungszeit zu kurz. Und das ist deine Aufgabe, das zu kommunizieren und bei Menschen, die das brauchen, selbst einzuhalten. Also hier richte dich danach ein, dass du 4, 6 Wochen, das ist deine Aufgabe, selbst rauszufinden, wie lange diese Vorlauffrist erforderlich ist, damit es dir gut geht, damit du deine Stärken einsetzen kannst. Denn die Regel ist, erst wenn du hier sicherstellen kannst, dass deine Bedürfnistanks voll sind, erst dann kannst du deine Stärken einsetzen. Unabhängig davon, was du gelernt hast oder noch lernen wirst. Zusammengefasst also heißt es, wenn du dich selbstständig machen willst oder es bist, dass du dafür sorgst, dass du deine Bedürfnistanks gefüllt hast, dass du sicherstellen kannst, dass die Aufgaben, die erledigt werden müssen, sowohl die konzentrierte, fokussierte Einzelerledigung als auch der Umgang mit einer Vielfalt, dass das abgebildet werden kann. Und das kannst du umso besser, je mehr du weißt, was deine Bedürfnisse sind. Und das sicherzustellen, das ist allein deine Aufgabe. Du brauchst die Fähigkeit, konzentriert einzelne Aufgaben gut abzuarbeiten, deine Angebote so gut zu machen, deine E-Mails, deine Geschäftsbriefe und deinen Verkehr von der Kommunikation so gut aufzubauen, dass du Aufträge bekommst und dass deine Kunden Lust haben, dich auch zu bezahlen. Und du brauchst auf der anderen Seite aber auch die Fähigkeit, mit vielen Aufgaben gleichzeitig umzugehen. Und wenn du das nicht gelernt hast, nun, dann machst du den Kompetenzentwicklungsplan, einen Trainingsplan, eine kleine Fortbildung, Ausbildung, liest ein Buch, ein paar YouTube-Videos und gibst dich in Gemeinschaften, die das können. Wenn wir dich dabei unterstützen können, diesen Birkmann-Test zu machen, auszuwerten, dein Leben so zu gestalten, dass es erfolgreicher wird, denn du bist schon erfolgreich, dann nutze gerne unseren Gutschein für ein kostenfreies Erstgespräch. Abonniere unseren Kanal oder empfehle uns weiter.
Ich wünsche dir viel Erfolg und die Freude, die du brauchst, um im Alltag alle anfallenden Aufgaben zeitig zu erledigen und erfolgreich abzuschließen. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.